Dieses Blatt ist der Raum. Und diese Löcher, da hast du halt reingekackt und hier habt ihr euch gegenseitig beobachtet. So Leute, wir starten den heutigen Tag mit Käse. Da muss mehr Soße. Kaluten hat auf mein Takis-Rezept reagiert. Ich hab tatsächlich das Video schon gesehen, aber das können wir uns nochmal angucken, Leute. Aber er meinte, das war zu wenig Käse. Ja. Womit er auch recht hatte. Und Paluten will Käse. Paluten bekommt Käse. Yeah. Fritten in die Fritteuse. Let's go. Und jetzt machen wir die Käsesoße. Aber richtig. Topf, Schmelzkäse. Das ist dann so ein richtiger Käse. Es gibt nämlich so Käsesoße. Da ist hauptsächlich Mais oder so drin. So Maisstärke. War noch nicht genug Käse, Leute. Die Pommes sind fertig. Jetzt kommen die ultimativen Käsepommes. Bisschen Gewürze hier rein. Und jetzt die komplette Käsesoße hier rüber. Ja, aber Denno und ich hatten, glaube ich, mehr Käse bei unseren Spätzle, oder? Hier nochmal der Clip. Alter Schweiner. Vor allen Dingen, da kommt immer noch mehr. Das ist jetzt unsere Käsesoße mit Pommes. Wir dürfen die Takis natürlich nicht vergessen. So, und jetzt ordentlich Takis Blue Heat darauf. Okay, das sind die Takis Pommes. Ich habe immer noch nie in meinem Leben Takis gegessen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt was verpasse oder nicht. Dieser Fortnite-Pro hat sich Preisgeld erschlichen. Stell dir mal vor, du lässt dich in einem Turnier absichtlich killen, nur dass ein Freund von dir eine bessere Platzierung erhält. Und genau das haben die Mates vom Fortnite-Pro XXIF gemacht. In 2019 nahmen alle gemeinsam an einem Turnier teil, bei dem XXRF 4000 Dollar mit nach Hause nahm. Doch nach dem Game ist den Observern etwas aufgefallen. Drei Spieler, die in der Nähe von XXRF standen, verhielten sich komisch und ließen sich einfach ohne Gegenwehr killen. Also entweder ist dieser Typ ein absoluter Magier und alle Gegner sind blind, wenn sie gegen ihn spielen, oder das war davor abgesprochen. Epic Games gefiel dieses Verhalten gar nicht und bannten XXRF daraufhin für 14 Tage. Okay, immerhin nur für 14 Tage. Weil ich weiß, irgendein YouTuber hat mal so einen richtigen Bann bekommen. Chin, unsere Habibus wollen, dass du einmal mit Dolmusch fährst. Was ist Dolmusch? Das Bus Olum, Bus. Türkische Bus? Türkische Bus. Okay, und wo fährt der? Ich glaube, ich bin auch mal mit dem Dolmus so, gefahren. Und dann kommt er und dann steigt sein. Hier ist doch gar nichts, kein Bus halt. Woher soll was, wenn er mich übersieht? Türkisches System, vertrau mir. Okay, kann man. Mal gucken. Hallo. Ja, mit sowas ähnliches, damit sind wir mal auf den Markt gefahren. Da war ich noch ein Kind. Da haben wir uns dann so gefälschte Trikots, ich meine natürlich das Originaltrikot von Barcelona für irgendwie umgerechnet, glaube ich, 10 Euro oder 5 Euro gekauft. Guck mal, das ist ein Hund. Ey, lass mal hin auf jeden Fall. Warte mal kurz. Ey, wo ist dein Besitzer? Was machst du hier alleine? Ja, hast du dich verlaufen? Hm? Ey, Bro, hier ist so ein Chip. Was ist das? Also ich dachte, da kommt jetzt ein Taki. Weil er gesagt hat, hier ist ein Chip. Edni. Ach, Lava, ich kenne das. Warte kurz, ich scanne das mal. Warte kurz. Krass, okay, Bella heißt die. Ach, so funktioniert das? Also, lass doch mal den Besitzer anrufen. Okay. Aber das ist ja ganz geil, oder nicht? Wie kann ich möglichst günstig Lamborghini fahren? Warte mal. Gar nicht. Schon mal? Wie kann ich günstig Lambo fahren, so wie Monte? Schauen wir uns das doch mal an. Folgt jetzt schon mal dem Kanal, um in Zukunft keine Autotipps mehr zu verpassen. Wir starten mit einer absoluten Legende, die wir wahrscheinlich alle noch aus Videospielen kennen. Oh, Lamborghini Diablo? Nee, aber der ist geisteskrank teuer. Den Lamborghini Gallardo. Ah, Gallardo, stimmt. So blöd das klingt, der ist, glaube ich, gar nicht so teuer. Gallardo, Traumauto. Aus seinem V10 Sauger presst der Italiener bis zu 530. Das war halt der letzte noch, bevor Audi eingestiegen ist, glaube ich. Oder VW, Dingling. PS. Je nach Zustand und Laufleistung seid ihr schon ab ca. 80.000 Euro immer. Ja, 80.000 ist gekauft. Kein Problem. Pack ein. Ab wann fühlt man sich eigentlich erwachsen? Gar nicht. Wenn mich jemand fragt, fühlst du dich erwachsen? Nee, Mann. Aber ja, doch ein bisschen schon, weil man hat echt viele Verpflichtungen. Ich bin 22 Jahre alt, ob ich es glaube. Ach, mit 22, nee, null. Ich habe sowieso immer ein bisschen länger gebraucht. Oder nicht? Und ich fühle mich immer noch genauso, wie ich mich gefühlt habe, als ich 16 war. Und klar freut es mich, wenn man mich als Frau bezeichnet, was ich ja auch bin, aber irgendwie hört sich das falsch an. Ich meine, rein vom Mindset her bin ich viel erwachsener und reifer in den letzten paar Jahren geworden. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Aber so... Bei mir hat es Klick gemacht, als ich von Hamburg nach Köln gezogen bin. Und da, Junge, da war ich... Wie alt war ich da? 25? 26? Irgendwie so im Dreh. Und da war es schon nochmal so ein kleiner Switch. So gefühlstechnisch? Ja, weil du tagelang auf einer Matratze gelebt hast und irgendwie, was stimmt, die China-Nudeln, die ich mit Denas Werkzeug gegessen habe. Ich hatte kein Besteck und es war auch schon zu spät. Ich habe mich nicht getraut, bei den anderen zu klingeln. Und dann habe ich das mit so einem Schraubendreher gegessen. Ich immer noch ein...
Nee, warte. Rohrzange. Kind, Alter. Als ich klein war, dachte ich immer, dass so 19-, 20-Jährige schon voll mitten im Leben sind. Die haben schon hier Familienplanung und ihr Leben voll im Griff. Ich mit 22 weiß nicht mal, wie meine Heizung entlüftet. Ich friere hier legit und wünschte, ich würde immer noch ein Gratis-Lolli bekommen, nachdem ich beim Arzt war. Und ab welchem Alter sieht man sich als Erwachsene untereinander? Also wenn ich jetzt so welche in meinem Alter treffe, dann duzen wir uns logischerweise, aber... Wann hört das auf? Ja, dieses Siezen finde ich sowieso ein interessantes System. Ich sieze eigentlich meistens nur so alte Leute. Also so richtig alte Leute. Was ist teurer? Ein Döner in Deutschland kostet, glaube ich, mittlerweile ein Döner. Durchschnittlich 7 Euro und ein Big Mac-Menü ist einfach schweineteuer. Deswegen nehme ich hier den Big Mac. Ach so, warte. Was ist teurer? Nee, ich sag der Döner. Doch nicht. Ja. Frauen geben so viel Geld für ihre Haare aus. Also denke ich, der normale Schnitt bei einer Frau ist viel teurer. So. So billig? Wer auch immer sich hier auskennt, weiß das super. Wie? Super Bowl-Tickets so überteuert sind. Ach so, Weltmeisterschaft, ja, Super Bowl habe ich auch gesehen, irgendwie so 10.000 Euro aufwärts. Hab schon einmal gehört, dass jemand 15.000 Dollar bezahlt hat. Mehr. Ja, Super Bowl. Es gab schon riesen Stress darüber PS5. Und wir wissen alle, dass die PlayStation teurer ist. Fast 100 Euro? Hier ist es safe iPhone, denn Apple-Produkte sind einfach viel teurer. Ja. Doch nicht? What? Das Galaxy S24 Ultra 1.5. So mich dieses T-Shirt 1.000 Euro und Stress mit der Polizei kosten könnte. Ich bin in Malaysia angekommen und ich glaube, ihr wisst, was das heißt. Wie in jedem anderen Land auch wollte ich mir ein Fußballtrikot von Malaysia kaufen. Und wie der Zufall es so wollte, habe ich in Kuala Lumpur direkt in Chinatown gelebt. Da hat sich Stand an Stand gereiht und ich hatte die Qual der Wahl. What's the best price? Ja, aber warum, hä? Trag niemals diese Trikots im... Wir wollten aber irgendwie nicht so richtig mit den guten Preisen rausrücken. No. Ich habe versucht, die Verhandlungstaktiken anzuwenden, die ich auf dem türkischen Basar gelernt habe. Das hat aber alles nicht so richtig geklappt und ich bin überall abgeblitzt. Dabei waren die Preise für alle anderen Trikots extrem günstig. Die meisten hat man auch ohne Verhandeln schon für 3 Euro bekommen. Für das gelbe Trikot, was ich wollte, wollte aber jeder Verkäufer irgendwie 12 Euro haben. Am Tag davor habe ich allerdings mit einem Verkäufer verhandelt, der es mir für 8 gegeben hätte. Den habe ich da aber noch abblitzen lassen, weil ich dachte, es wäre viel zu teuer. Jetzt bin ich aber wieder angekrochen gekommen. 45? 45 Ringgit sind 8,73 Euro. Ich habe ihn dann noch auf 40 runterbekommen und war somit Eigentümer vom Trikot. Jetzt aber noch zu der Sache mit der Polizei. Mich wundert das zwar sehr, weil ja sogar das Nationaltrikot gelbe Farbe hat, aber offiziell ist es wohl wegen früherer Proteste so, dass es verboten ist, gelb zu tragen. Und ah, krass. Man kann mit einer Strafe von 1.000 Euro rechnen. Oha. Kein Bock mehr. Oh, hi. So, jetzt. Was muss ich sagen? Das gleiche wie letztes Jahr. Das schon wieder das? Ich hab keinen Bock mehr, ne? Ich kündige. Wer bin ich, ja? Wer bin ich? Hi, ich bin Khan Jobs. Hilf mir. Und wir haben wieder was Neues geschafft. Der neue Mac. Keck. Max. Flats. Plus, Minus, Mal geteilt. Punkt, vor Strich, A, M, K. Könnt ihr? Dieses Jahr sind die neuen Funktionen. Wir haben keinen Bruder, das ist der gleiche wie davor. Was hat sich geändert? Nix, ja, nix, gar nicht. Na, das Ding ist, ich bin kein Apple-Fanboy, so. Aber ich muss schon sagen, dass wenn man sich einmal an das Betriebssystem schon so ein bisschen gewöhnt hat, dann es funktioniert halt einfach alles gut. Teuer ist es trotzdem. Ich habe übrigens ein iPhone 12 Mini, falls es euch interessiert. Und das habe ich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ich bin echt happy. Die bringen aber auch kein neues Mini irgendwie mehr raus. Ah, doch, jetzt musst du deine zweite Niere verkaufen, um diese Scheiße zu bekommen. Bro, warum nennen wir unsere Sachen Apple? Das hat doch nichts mit einem Apfel zu tun. Unser Motto ist ganz einfach. Bleib gleich, werde teurer und sei ein geldgeiler Huren. Weil uns die Ideen ausgehen und wir noch mehr Geld haben wollen. Ich habe doch gesagt, wir sind geldgeiler Huren. Haben wir hier das neue iPhone? Habt ihr ein iPhone oder habt ihr Android? Stop, cut. Nicht iPhone, das i. Unnötig. Meine Fresse. Habt ihr Durst? Dann haben wir hier den Apple. Apple Juice. Die Äpfel des Saftes sind aus dem frischen Apfelbäumen. Wir haben doch gesagt, wir sind self-made. Unsere Geräte wurden immer größer und größer, aber es war uns nie groß genug. Darum haben wir hier das neue Ultra Mucha Long Dong Fat Juicy Plus Max. Zum Filmen verwende ich hier das iPhone. Der Akku hält lange und bombenfest. Ja, Akku ist eine Sache für sich. Wie schwer ist es eigentlich, ohne Ticket in ein Konzert zu schleichen? Erstmal brauchen wir natürlich ein Konzert und ich habe gesehen, dass heute Hero in Köln auftritt. Unser erster Versuch ist, über den Zaun zu klettern. Das haben sie doch vorher abgeklärt, oder? Mit Roman und... es tut mir leid. Roman und... Es tut mir leid. Scheiße. Kennt ihr noch die Lochis? Doch, die sind doch immer noch am Start, oder? Heiko, natürlich, Mann. Heiko und Roman. Lochmann. YouTube-Karriere, ja, mit den Song-Parodien. Junge, die sind aktiv seit 2011. Das ist auch sick, ey. Das war so krass. Die waren noch damals so jung und haben echt abgeliefert. Man kann von ihnen halten, was man will, aber irgendwie sind die auch, seit ich YouTube mache, sind die am Start. Junge! Das Stacheldraht, da kommen wir nicht hoch. Ja, wir müssen einen anderen Weg finden. Ich weiß, dass hier der Backstage-Bereich ist. Wir versuchen jetzt da reinzukommen. Ich glaub, ich hab einen Weg gefunden. Nee. Hier ist die letzte Tür und da stehen noch Leute. Wenn wir so aussehen wie Content-Creator, müssten wir vielleicht durchkommen. Okay, wir sind jetzt irgendwie im Gebäude. Ja! Sind wir hier? Leute, hier sind auch schon die Jungs. Ey, was geht? Hey, Nado, ey, was geht? Hey. Leute, wir haben es einfach geschafft ins Konzert. Let's go! Achso, hast du ein Ticket? Nee, dann müsst ihr gehen, ehrlich gesagt. Guck mal, da drüben ist die Tür. Also, nee, das geht nicht. Ciao. Ja. Als Strafe muss ich jetzt 187 Euro zahlen. Teilt und like mal das Video, damit ich mir das leisten kann. 187 Euro?
Das sind die 9 reichsten Menschen aus Deutschland. Auf Platz 9 Andreas von Bechtholzheim. Er hat in den 80er Jahren die Firma Sun Microsystems mitbegründet, die von Oracle aufgekauft wurden. Und mit dem Geld hat er 10,2 Milliarden, läuft bei dir. Dann in Google investiert, als es noch uncool war. Platz 8 und 7 belegen Beate Heister und Karl Albrecht Junior. Das sind die Kinder des Aldi-Süd-Gründers Karl Albrecht. Junge, stell dir vor, einfach dein Opa hat einfach Aldi gegründet. Dann ist GG. Du hast das Leben schon durchgespielt. Aber nee, also jetzt mal kurze Frage. Muss das nicht unfassbar kacke sein? Weil du hast ja in deinem Leben, ihr kennt doch das Gefühl, wie geil es ist. Ihr könnt jetzt sagen, oh Paluten, du hast ja aber auch gut. Ja, aber ich kann mir nicht alles holen, was ich möchte, versteht ihr? Es ist ja nicht so, auch zum Beispiel, dass ich so aufgewachsen bin mit Geld. So, ich habe das Glück gehabt, dass ich YouTube mache und in den letzten Jahrzehnten gemacht habe. Jahrzehnten auch. Ja, wo man könnte man sagen Jahrzehnte? Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall laber ich Müll, aber... Sorry, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn du von Anfang an dir alles kaufen kannst, was du willst, dann ist es ja nichts mehr Besonderes. Wisst ihr? Zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ein richtig geiler Ferrari. Das ist für mich, oder das wäre für mich immer noch was mega Besonderes. Ich würde es mir auch nicht holen, weil ich einfach zu viel Schiss hätte. Das weiß ich nicht, was irgendwas damit passiert. Wisst ihr, was ich meine? Es tut mir leid, ich habe 2 Stunden geschlafen heute Nacht, aber ich hoffe, ihr versteht. Wir bleiben jetzt quasi in der Familie mit Theo Albrecht Junior auf Platz 6. Er ist aktuell Miteigentümer von Aldi Nord. Mit Platz 5 Junge, einfach alle bei Aldi GG. Hatten wir das erste Mal die 20 Milliarden Euro Marke. Ah, Frau Klatten oder so. BMW. Die reichste Frau Deutschlands ist Susanne Klatten. Sie hält 19% der BMW-Aktien. Wir bleiben bei BMW, erhöhen die Anteile aber auf 23,6%. Auf Platz 4 ist nämlich Susannes Bruder Stefan Quandt. Auf Platz 3 Reinhold Wirth. Du weißt schon, der weltweit größte Schraubenhersteller und ein klassischer Hidden Champion. Auf Platz 2 ist Klaus-Michael Kühne. Er ist mit nur 26 Kühne. Jahren in die familiäre Speditionsfirma eingestiegen und hat es seitdem zu einem der größten Logistikunternehmen der Welt ausgebaut. Platz 1 geht an den Lidl-Gründer und damit den offiziell reichsten Deutschen, Dieter Schwarz. Alter, läuft bei Dieter. Dieter, wir kennen uns so. Ich habe auch schon oft bei dir eingekauft bei Lidl, Alter. Lidl lohnt sich. Lass mal was machen, Alter. Ach, endlich mal Zeit zum Zocken. Das Game will ich schon seit Wochen spielen. Hallo, ein Lolli bitte. Ah, hey, wie geht's deiner Mama? Komm, ich will zocken und keinen Film gucken. Meine. Ich wusste nicht, dass sie dir nicht vertrauen soll. What? Ja, ich überspringt ihr Cutscenes? Ich liebe das. Junge, kann man sich kurz mal ein bisschen zurücklehnen, was derbe Geiles genießt. Es ist ja dann praktisch wie so ein kleiner Film. Wenn ihr denkt, ihr habt hier schon mal ekelhafte Toiletten gesehen, dann wart ihr noch nicht in China. Von daher erzähle ich euch heute von den schlimmsten Toiletten, die ich in China gesehen habe und ich wünsche euch guten Appetit. Die schlimmste Toilette, die ich gesehen habe, das war so ein Plumpsklo, aber kein normales Plumpsklo. Dieses Blatt ist der Raum. Und diese Löcher, da hast du halt reingekackt und hier habt ihr euch gegenseitig beobachtet. Ich meine, ich muss ja sagen, ich finde manchmal Pissoirs schon unangenehm, wenn du so super nah an anderen Leuten stehst. Aber das noch beim Kaggi machen, also das ist dirty. Also du hast fremden Menschen beim Kacken zugeguckt und sie haben dir zugeguckt. Ah, sag mal, wie hast du Papa eigentlich kennengelernt? Ach, mein Schatz, ich war in China in einem Berg. Ja gut, ich glaube schon, dass das ist ja sicherlich also nach Geschlechtern getrennt. War auf einem Plumpsklo und dein Vater saß mir gegenüber. Wir haben zusammen gekackt und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Es war wunderschön. Das zweitschlimmste Klo war eher intern schlimm, sagen wir es so. Von außen ging es sogar. Ich nichts erahnt, gehe halt einfach aufs Klo, spüle, guck rein und ja. Da war eine riesige Kurbel aus Metall, die sich die ganze Zeit so gedreht hat. Und da hing dann ganz viel von so einer braunen Konsistenz dran. Aber nix top die Nummer 1. Da war einfach nur ein Rohr. Ein offenes Rohr. Und da floss dann einfach die Kacke. Und ja, dann musste ich einfach in dieses Rohr treffen. Ich meine, an sich, das ist ja nichts Ekliges. Das ist ja das Normalste der Welt. Wie ein großer Philosoph mal gesagt hat, wir scheißen doch alle aus dem gleichen Loch, oder? Irgendwie so ging der Spruch. Und dann sind meine Fäkalien weggeschwommen. Ja. Schreibt mir eure Toiletten-Horror-Stories in die Kommentare. Also, das ist doch... Das ist halt so. Und sie schreibt immer wieder, Baby, wo bleibst du? Und ich sag immer wieder, Baby, das weißt du. Ich bin schon wieder in einem Loch gefangen und ich rufe dich besoffen, Mann. Hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus. Ich kann nicht mehr, Baby, ich kann nicht mehr. Ich finde, das klingt nicht, klingt nicht schlecht, oder? Also ist jetzt nicht hundertprozentig mein Musikgeschmack, aber der Sound ist cool. Hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus, hol mich raus. Ich kann nicht mehr, Baby, ich kann nicht mehr. Nicht schlecht.
Oh, jetzt bin ich gespannt auf die Kommentare. Ja, bitte bring ihn raus. Sehr cool geworden. Ja, ich find's auch nicht schlecht. Also, nein, bevor wieder irgendjemand schreibt, ja, Paluma, kommt da mal ein Song von dir. Wird's nicht geben. Paletto macht keine Mucke. Ist einfach so. Höchstens so Spaßmucke mit GLP würde ich was machen. Weißt du, der Kottbruder-Song. Wer diese Oma im Armdrücken besiegt, gewinnt $500. Diese Challenge startete YouTuber Brandon William, indem er die mehrfache Armdrück-Weltmeisterin Gabi Vasconcelos als Seniorin... Die hat aber auch Oberarme wie so ein Berserker, Alter. Tarnte. Zusätzlich traten Brandon für 20 und ein Profi-Armwrestler für $100 als weitere Kontrahenten auf. Nachdem sie ihren Tisch aufstellten, sammelten sich schnell die Zuschauer. Einige der Leute forderten Brandon und den Profi heraus. Doch niemand traute sich gegen Oma Gabi anzutreten. Bis dieser muskulöse Mann auftauchte. Er versuchte sein Glück, aber rechnete wohl nicht mit der Kraft der Dame und verlor sofort. Daraufhin erhöhte Brandon den Gewinn um $20 pro Sieg von Gabe. Doch dann tauchte ein motivierter Dad. Er bezwang erst Brandon und dann den Profi, bevor er Oma Gabi herausforderte. Grandma schlug sich nicht schlecht, aber der Dad war einfach zu stark. Der Einzige, der den Dad noch aufhalten konnte, war jemand, der noch mehr Dad-Kräfte hatte, und zwar Opa. In einem Match um $1000 oder nicht traten die beiden gegeneinander an. Opa war unglaublich stark und ließ sich nicht so einfach besiegen. Am Ende sicherte er sich den Sieg. Der Dad ging mehr aus. Junge, Armdrücken war früher in der Schule oder auch auf Klassenfahrt. Das haben wir ständig gemacht. Stimmt, oder wenn man so ein bisschen vortrinken... Armdrücken. Ich muss sagen, ich war aber nie so gut im Armdrücken. So Leute, heute wird aber nicht mehr Arm gedrückt, sondern ich gehe jetzt mal frühstücken. Ich habe nämlich mega Hunger.